Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das Thema heute ist ölige, fettige Haut, also reife, ölige oder fettige Haut. Hört sich immer so ein bisschen crazy an, ne? So fettige Haut, nicht so ein schöner Begriff, aber es ist nun mal so und das ist nicht nur ein Problem oder es ist besonders ein Problem in der Pubertät, aber auch erwachsene Frauen leiden oft unter fettiger, etwas öliger Haut, verbunden mit großen Poren und diesem ewigen fettigen Glanz. Und besonders wenn wir uns schminken, ist es natürlich nicht besonders vorteilhaft, wenn dann nach einer Stunde unser Hautbild wieder glänzt. Also was kann man dagegen tun? Was sind die Symptome, Ursachen? Wie schminkt man sich am besten bei reifer, etwas öliger Haut oder auch Mischhaut? Also Mischhaut und fettige Haut, das sind zwei Paar Schuhe, ne? Also es gibt, das erkläre ich auch gleich, also die Mischhaut ist nur in der T-Zone leicht ölig, fettig und die fettige Haut ist im ganzen Gesicht. Also dass das ganze Gesicht glänzt und hat erweiterte Poren. Also was ist das eigentlich? Also die Talgdrüsen auf unserer Haut oder in unserer Haut bilden ein öliges Sekret, das sogenannte Sebum, so nennt sich das. Und das haben wir alle. Und dieses Sebum versorgt unter anderem unsere Haut mit Feuchtigkeit. Allerdings bei einer fettigen Haut laufen die Talgdrüsen auf Hochtouren und produzieren zu viel Fett. Dadurch verstopfen sich natürlich auch die Poren, das wird abgelagert, die Hautschicht ist dicker, die ist verhornter und dann diese Überproduktion an diesem Sebum, das ist echt ein komisches Wort, ne? Sebum, hat zur Folge, dass unser gesamtes Hautbild glänzt, weil die Poren verstopft sind und dieser Talg nicht richtig abfließen kann. Das ist also ein Problem, dem wir irgendwie schon so ein bisschen entgegenwirken können, also in Maßen, also wer eine fettige Haut hat, der hat sie, das ist genetisch bedingt, aber man kann einiges dafür tun, zum Beispiel diese Schlammmasken oder so grüne Tonerdemasken, die helfen auf jeden Fall, das Hautbild zu verfeinern, zu mattieren, die Poren zu verkleinern, allerdings jetzt nicht auf Dauer. Das muss man immer alles regelmäßig tun. Das ist ja das Problem, dass wir alles regelmäßig tun müssen, dass alles irgendwie eine Routine auch bekommt, besonders unsere Hautpflege. Die Haut hat ja drei Schichten, ne? Die Lederhaut, die Unterhaut und die Oberhaut. Und wenn die Oberhaut so verhornt ist und schlecht durchblutet ist, kann sie natürlich auch sich, die kann nicht atmen. Und dann dieser übermehrte oder dieser Talgfluss, dieser Sebumfluss, ja, der bringt das Ganze zum Verstopfen und die Poren, das kann also nicht abfließen, dieser Teig. Deshalb ist es so wichtig, auch die Haut regelmäßig zu peelen. Aber auch da ein mildes Peeling. Wie gesagt, Frauen, die nur in der T-Zone unter dieser leicht öligen, fettigen Haut leiden, die sollten dann nur die T-Zone behandeln und nicht das ganze Gesicht mit so einer Maske zum Beispiel, mit so einer Tonerde- oder Schlammmaske. Und die Damen, die das ganze Gesicht, also im ganzen Gesicht dieses Hautbild haben, können natürlich das ganze Gesicht mit einer wöchentlich, würde ich sagen, eine Tonerde-Maske oder aus dem Toten Meer, diese Masken sind auch sehr gut, verwenden. Die Ursachen sind ja hormonell bedingt, in der Pubertät sowieso und dann auch in den Wechseljahren, ist klar. Und wenn wir unter Stress leiden. Also das ist wirklich verrückt. Der Stress, der macht echt viel Negatives mit uns, auch auf unserer Haut. Wenn die Haut gestresst ist, dann ist wenn wir gestresst sind, arbeitet unser Immunsystem auch nicht so hundertprozentig. Und wenn unser Immunsystem nicht richtig arbeitet, haben wir auch nicht genug Abwehrkräfte. Und somit können wir zum Beispiel ganz toll feststellen, wenn wir im Urlaub sind, auf Reisen sind und merken, mein Gott, mein Hautbild ist viel besser, dann ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr euch etwas entstressen solltet. Und einfach einen Gang runterschaltet, weiterhin eure Pflege macht. Viel schlafen ist auch ganz wichtig. Das ist auch also für das Hautbild nicht gerade uninteressant, dieses Thema. Viel schlafen, aber gut schlafen wollen wir. Viele können nicht schlafen, das ist wieder ein anderes Problem. Fettiges Essen, Fastfood, raffinierter Zucker. Das regt alles die Talgdrüsenproduktion an und ist nicht gut für unser Hautbild. Das sollte man nicht meinen, aber man sagt ja, ne, du bist, was du isst. Also das ist von entscheidender Bedeutung, was wir essen. Also durch ungesundes Essen wird die Talgdrüsenproduktion angeregt. Das fördert wiederum diese Unreinheiten auf der Haut. Bakterien bilden sich dann, diese verstopften Poren. Und das kann man sich richtig bildlich vorstellen, was da passiert auf der Haut. Deshalb ist es ratsam, auch die Ernährung ein bisschen umzustellen. Also nicht nur, was wir uns außen auf die Haut aufgeben, ist wichtig, sondern auch, was wir zuführen, was wir essen und dass wir auch genug trinken.
ist von entscheidender Bedeutung, wie wir altern. Wir altern ja nun mal und dem können wir so ein bisschen entgegenwirken, so ein bisschen schummeln, mit Make-up sowieso. Aber ganz wichtig ist auf jeden Fall, die Pflege ist das A und O und da komme ich gleich drauf. Also die Reinigung. Die Reinigung, die Gesichtsreinigung, nicht nur das Entfernen von Make-up, generell die Gesichtsreinigung, also auch am Morgen, nachdem wir geschlafen haben, wo die Talgdrüse wieder schön produziert hat, ist besonders wichtig. Das Reinigen einer Mischhaut oder ölig fettenden Haut ist zu empfehlen mit Waschgelen, nicht unbedingt mit Reinigungsmilch, also keine rückfettenden Produkte benutzen, mit Waschgelen, keine aggressiven Produkte benutzen. Also ihr könnt zwar einen Toner benutzen, also einen Tonic, da kann ruhig Alkohol drin enthalten sein, weil Alkohol natürlich wieder desinfiziert. Wir müssen ja die Haut irgendwie von diesen Bakterien reinigen, ne? Sage ich jetzt mal so einfach in dieses Loch hinein. Deshalb sind die Reinigungsprodukte von entscheidender Wichtigkeit. Oft, vielleicht könnt ihr euer Hautbild einfach verbessern oder merkt, mein Gott, ich nehme völlig die falschen Produkte, immer nur pflegen, pflegen, pflegen. Es darf nichts Rückfettendes sein. Feuchtigkeit dürft ihr euch zuführen, sollt ihr sogar euch zuführen, aber keine rückfettenden Produkte benutzen. Es geht schon bei der Reinigung los. Also nach der Reinigung auf jeden Fall tonen. Einmal die Woche mindestens ein Peeling benutzen und auch kein scharfkantiges Peeling, also wo so scharfkantige Körner drin enthalten sind. Am besten empfehle ich immer ein Enzympeeling, das ist am mildesten. Einmal die Woche ein Enzympeeling auftragen, einwirken lassen, abnehmen. Oder diese Pads, da gibt es ja jetzt die dollsten Sachen für L'Oreal. Ein Gesichtswasser reinigt nochmal zum Schluss die Poren schön, verschließt sie auch und ihr habt, der pH-Wert der Haut wird wieder hergestellt. Das heißt, ein Gesichtswasser einfach auf ein Wattepad aufgeben und leicht das Gesicht damit abtupfen. Und alles, also bitte nicht reiben, nicht ruppeln, nichts Aggressives, also alles ganz vorsichtig. Und ich würde auch nicht mit einem Handtuch mein Gesicht abtrocknen. Nehmt einfach einen Kleenex und tupft euch ganz sanft euer Gesicht trocken und dann gebt ihr ein Tonic auf dem Wattepad und neutralisiert euer Hautbild. Die Pflege bei der fettigen, leicht ölenden Haut ist auch ganz wichtig. Also unsere Tagespflege oder auch Nachtpflege, sie darf auf jeden Fall nicht ölhaltig sein. Also müsst ihr darauf achten, dass da nicht irgendwelche Öle drin enthalten sind. Aber eine fettige, leicht ölige Haut braucht auch viel Feuchtigkeit. Feuchtigkeit, egal, nicht, dass ihr denkt, ach nö, meine Haut ist fettig genug, ich brauche da nichts weiter aufgeben, vielleicht ein Tonic und dann trage ich ein Make-up auf. Auch eine ölige Haut muss mit Feuchtigkeit versorgt werden, damit sie auch elastisch schön bleibt. Und wenn die Hautoberfläche nämlich dann irgendwie so zu trocken ist, ja, dann reißt sie. Und dann haben die Bakterien wieder eine Chance einzudringen und dann bilden sich diese Unebenheiten, Unreinheiten. Aus diesen Unreinheiten werden Mitesser, aus den Mitessern werden Pickel und die entzünden dann vielleicht noch. Also eine Feuchtigkeitspflege, auf jeden Fall eine leichte Feuchtigkeitscreme aufgeben. Das Make-up sollte, also jetzt richtig unser Make-up, sollte ein ölfreies Produkt sein. Und das gibt es. Es gibt ölfreie Make-up-Produkte. Die müsst ihr euch da beraten lassen. Die sind wahrscheinlich ein bisschen teuer. Ich habe da keine Erfahrung mit, weil ich eine trockene Haut habe. Aber in der Apotheke gibt es wohl ganz gute oder eben auch in Parfümerien oder im Internet. Da muss man einfach, ihr müsst mal ein bisschen schauen. Ihr müsst eure Hautpflege selber finden. Also ich kann, wie gesagt, nur so ein paar Tipps jetzt hier geben, aber ich kann euch jetzt keine Creme empfehlen, die Damen nehmen können mit einer fettigen Haut. Auf jeden Fall darf sie nicht komedogen sein, das heißt, dass die Poren verstopfen. Und das steht auf den Verpackungen drauf, ne? Nicht komedogen. Ihr müsst wirklich darauf achten, eine Feuchtigkeitspflege, ölfrei und nicht komedogen. Das muss in euren Köpfen drin sein, nicht komedogen, das ist ganz, ganz wichtig. Der Puder zum Abmattieren, kennen wir ja alle, ne? Den Puder zum Abmattieren könnt ihr benutzen, ist sogar super, aber das muss dann ein transparenter, loser Puder sein. Kein farbiger Puder, kein brauner Puder, das muss ein transparenter Puder sein. Da habe ich jetzt einen da, das ist jetzt völlig wurscht, das ist ein transparenter, loser Puder von Bobbi Brown. Seht ihr, das ist so ein gelbstichiger. Den gibt man dann, geht ihr mit so einem fluffigen Pinsel rein, ganz wenig abklopfen und dann
geht ihr auf diese Stellen, die zu mattieren sind, T-Zone bei Mischhaut oder über das ganze Gesicht, auch leicht unterm Auge. Weil der Vorteil ist, bei einem transparenten, losen Puder, da muss man zwar aufpassen, das staubt ganz schön, aber da sind keine Fette drin enthalten. Und genau, wir wollen ja diesem entgegenwirken. Wenn ihr jetzt einen farbigen Puder nehmt, da sind immer irgendwelche Öle drin enthalten, die auch pflegend sein sollen, damit die Haut nicht so austrocknet. Also ein loser Puder. Einen losen Puder zu benutzen, um zu mattieren oder zu setten. Ja? Also da müsst ihr einen Puder benutzen. Weil ich predige immer näher mit Puder. Ab einem gewissen Alter sollte man das so sein lassen, das alles zu setten mit einem Haufen Puder. Sieht zwar schön aus in dem Moment, aber bei einer nicht trockenen Haut kann ein loser, transparenter Puder unbedingt eingesetzt werden. Den Primer kennen wir alle. Das ist, also wird uns ja auch gepredigt von A bis Z, dass ein Primer eine gute Unterlage für das Make-up ist, also für die Augen sowieso und auch für die Haut. Der Vorteil ist natürlich bei einem Primer, dass die Haut nicht glänzt, weil das irgendwie wird diese Hautoberschicht, die wird geschlossen. Also der Primer ist insofern gut, wenn ihr eine fettige Haut habt, den ganz sparsam aber aufgeben. Entweder nur T-Zone oder das ganze Gesicht und dann eure Foundation oder eine BB-Creme und dann das Ganze ein bisschen setten mit diesem losen Puder, empfehle ich. Und für zwischendurch, die erkläre ich ja extra mal, sind diese Blotting-Tücher auch ganz toll. Diese Blotting, das sind hauchzarte Blättchen, die sind so mit Puder überzogen und die nehmen ganz schnell den fettig-öligen Glanz von der Haut. Also für zwischendurch in der Handtasche perfekt oder auch wenn ihr anfangt mit diesen leicht überzogenen, mit Puder überzogenen Blotting-Tüchern über die entsprechenden Stellen gehen, also die betroffenen Stellen, die euch stören. Das ist eine tolle Erfindung. Ich habe das die hier, wie gesagt, von NYX mit Green Tea. Die habe ich mir irgendwann mal gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber bestimmt. Und dann habe ich jetzt die neue gekauft von der Firma Essence. Also die gibt es also auch für 3 Euro in der Drogerie zu kaufen und von 100.000 anderen Firmen auch. Also die kann man auch schön in der Handtasche haben für zwischendurch, um sein Make-up ein bisschen zu entfetten und sich ein bisschen aufzufrischen, ist eine tolle Angelegenheit. Ich würde jetzt nicht den ganzen Tag immer überpudern, weil dann pudert ihr euch, dann baut ihr euch diese Puderschicht auf und das bröckelt dann irgendwann und reißt und das sieht dann nicht schön aus. Nochmal, also die Do's. Auf ölige Produkte verzichten, also die irgendwie Öl enthalten. Bei der Reinigung angefangen, also ölfreie Produkte. Dann nicht komedogene Produkte anwenden. Das ist extra gekennzeichnet auf den Verpackungen. Ja, was ganz wichtig ist, das Kissen. Ihr müsst öfter euer Kissen wechseln, weil in der Nacht läuft auch die Talgproduktion auf Hochtouren und dann schmiert ihr das in das Kopfkissen und legt euch immer wieder darauf und ihr legt euch praktisch in die Bakterien rein, was wiederum zu Verstopfungen führt und Pickel. Und das ist ja all das, was wir nicht haben wollen. Das ist ein bisschen aufwendiger. Es ist ein bisschen mühsamer, wenn man eine leicht öligere Haut hat. Aber die Hygiene ist ganz wichtig. Und wenn ihr ein Handtuch benutzt, bitte jeden Tag ein frisches. Aber ich finde das Quatsch. Also am besten, man nimmt einfach einen Kleenex. Und es gibt auch diese ganz weichen Kleenex und tupft sich das so das Gesicht trocken. Weil, wie wir schlafen, ist ja auch ganz wichtig. Ne? Unser Kopfkissen öfter reinigen. Reinigen, Quatsch, waschen, also wechseln. Das sollte man nicht unterschätzen. Also so 2 Wochen, glaube ich, ist ein bisschen zu lang. Ne? Wenn man da 2 Wochen, wenn man unter diesem Hautproblem leidet, auf demselben Kopfkissen liegt. Weil ihr seht das ja selber, wenn ihr morgens aufwacht, dass ihr eure Haut so ein Fettfilm, dass sie mit so einem Fettfilm überzogen ist. Und das habt ihr natürlich auch im Kissen. Und dann legt ihr euch abends wieder da drauf. Und das, naja, das wirkt sich nicht besonders positiv auf das Hautbild aus. Es sind ein paar kleine Sachen, die man beachten muss. Und dann kriegt man das irgendwie schon so im Rahmen so ein bisschen in den Griff. Was auch ganz gut ist, dass man also nicht zu heißes Wasser nimmt, eher lauwarmes oder kaltes Wasser beim Gesicht waschen, weil dieses warme Wasser zerstört auch diesen Hydrolipidmantel, diesen Fettfilm. Und dann wird diese Talgproduktion wieder erneut angeregt, um zu produzieren. Und dann habt ihr wieder diesen Fettfilm auf der Haut. Also am besten lauwarmes Wasser oder direkt mit kühlem Wasser euer Gesicht abspülen. Das sind Tipps, die haben Leute ausprobiert, die funktionieren, die kann man auch nachlesen. Wie gesagt, ich kann das jetzt nicht von mir persönlich auch so sagen, weil ich ja nicht diese fettige Haut habe. Aber ich wurde darum gebeten, Mensch, sag doch mal was zu
reife, nicht gerade trockene Haut, sondern Sonnenbrand ist genauso ein Ding. Im ersten Moment trocknet es aus, dann sieht das Hautbild ganz gut aus, aber nach ein paar Stunden haben wir das gleiche Dilemma wieder. Also beim Sonnenbaden auch ganz, am besten legt euch in den Schatten. Das ist sowieso in unserem Alter besser, also wenn man jetzt nicht mehr 30 ist, wenn man jetzt nicht unbedingt sich mit dem Gesicht in die volle Sonne knallt. Weil auch die Sonne regt die Talgdrüsenproduktion aus. Also zuerst wirkt es austrocknet und dann wird die Talg, weil die, wenn die Haut wieder trocken ist, meint es, okay, ich muss wieder Talg nachproduzieren. Und schon haben wir wieder diesen Fettfilm auf der Haut. Und nochmal, Puder könnt ihr wirklich einsetzen, aber das ist auch so ein Don't, aber nicht zu viel Puder. Nicht diese Schichten aufbauen. Dann lieber mit diesen Tüchern arbeiten, mit diesen Blotting Paper Tüchern. So, und nun noch ein paar Schritte für ein Make-up, also das Schminken. So, 8 Schritte, die man beachten kann oder vielleicht sollte, um ein gelungenes Make-up sich auf das Gesicht zu geben oder zu zaubern. Also sanfte Reinigung, um Rückstände zu entfernen, ist Punkt 1. Zweiter Punkt, die Haut mit Feuchtigkeit versorgen. Auch wenn wir eine ölige Haut haben, braucht die Haut Feuchtigkeit, um nicht rissig und trocken zu werden. Ölfreie Produkte benutzen, also nicht komedogene Produkte, ganz wichtig. Also da müsst ihr wirklich drauf achten, weil da sind so viele versteckte Öle auch in den Produkten oft drin und man denkt immer auch, Öle sind pflegend und Öl auf Öl, also ölfreie Produkte benutzen. Dann ganz wichtig ist auch das hygienische Auftragen der Produkte, besonders wenn ihr ein Make-up benutzt. Also die Beautyblender oder den Pinsel immer schön reinigen und wenn ihr es mit den Händen auftragt, das Make-up mit sauberen Händen, die Hände vorher waschen und dann eure Tagescreme, eure Getönte oder eure BB-Creme oder eure Foundation auftragen. Dann den transparenten Puder benutzen, was auch sehr gut ist, also zum Setten und zum Mattieren und zum Fixieren einen transparenten, losen Puder, ganz leicht fluffig mit einem fluffigen Pinsel dezent über die entsprechenden Stellen gehen. Dann diese Tücher benutzen, ist auch von Vorteil, diese Blotting Paper Tücher, die mit Puder überzogen sind. Bei der Lippenpflege ist es auch wichtig, wir schminken uns ja die Lippen, ne? Und das ist ja dann auch hier so ein bisschen fertig drumherum. Bei der Lippenpflege würde ich empfehlen, einen Konturenstift zu benutzen, entweder einen farblosen oder passend zum Lippenstift, dann den Lippenstift aufgeben, das Ganze mit einem losen, transparenten Puder ein bisschen abpudern und dann auch mal Lippenstift aufgeben. Das ist eine enorme Wirkung, da hält der Lippenstift auch viel, viel länger. Also das habe ich auch ausprobiert, das klappt wunderbar. Und beim, was ich ja auch oft sehe, oder ich benutze es kaum ein Setting Spray. Ich nehme meistens nur ein Rosenwasser und Thermalwasser oder ein Traubenwasser. Thermalwasser ist übrigens sehr gut für eine fettige Haut, Thermalwasser zu verwenden, zu benutzen. Wenn ihr ein Setting Spray benutzt, bitte darauf achten, ohne Glow-Effekt. Ganz wichtig. Also, ne, wenn dann ein normales, es gibt Setting Sprays für ölige Haut. So, was ist jetzt beim Augen-Make-up zu beachten? Augencreme ist wichtig, ist gut, ist pflegend, brauchen wir aber keine Augencreme direkt auf die Lider geben, auch nicht irgendwie am Wimpernrand. Weil diese Emulgatoren, die in dieser Augencreme enthalten sind, die zersetzen das Augen-Make-up, also den Puder oder was ihr da auftragt oder den Lidstrich. Also ein fettfreies, ölfreies Augenlid ist oberstes Gebot und dann natürlich einen guten Primer benutzen. Das müsst ihr sehen, ein Primer eurer Wahl. Gibt es ja nun verschiedene, von preiswert bis ganz hochwertig, weil dieser Primer, der sorgt eben dafür, der wirkt wie so ein Kleber zwischen dem Make-up dann und eurer Haut. Also da verrutscht nichts, da bleibt alles an Ort und Stelle, da kriecht nichts irgendwie in die Fältchen hinein. Also ein Primer ist ein absolutes, also ohne Primer geht gar nicht. Wenn ihr Lidschatten auftragt, egal ob jetzt ein cremiges Produkt oder ein pudriges Produkt, ich würde immer einen Primer auftragen. Gerade jetzt, weil unser Augenlid ist oft fettig und es ist so richtig, dass wir, weil da sind so ganz viele Öldrüsen hier am Wimpernrand entlang, die wiederum dafür sorgen, da wird so ein Öl für die Tränenflüssigkeit produziert, was ja wichtig ist, damit unsere Augen nicht austrocknen. Also das hat alles schon seine Richtigkeit, aber wenn es eben zu viel ist, dann wird es unangenehm und das Make-up verrutscht. Und deshalb ist der Primer eine fantastische Erfindung der Kosmetikindustrie. Also einen Primer auftragen, keine Augencreme, einen Primer leicht auftragen.
So, und zum Schluss, was noch ganz vorteilhaft ist für ein leicht öligeres Augenlid, wenn ihr auf Longwear-Produkte umsteigt. Es gibt also so Longwear, das sind so langanhaltende Formulierungen. Formulierung, das nennt sich einfach so. Das ist praktisch ein cremiges Produkt, was aufgetragen wird. Zum Beispiel die hier von Bobbi Brown, die zeige ich euch auch öfter. Und die sind, wie gesagt, musig beim Auftragen und dann trocknen die an. Und da verrutscht nichts. Das ist ganz fantastisch. Also da setzt sich auch nichts in der Lidfalte ab. Also achtet mal auf Longwear-Produkte. Also ich kenne die jetzt nur von Bobbi Brown, aber das gibt es wahrscheinlich auch von ganz, ganz vielen anderen Firmen. Und da stempelt sich auch nichts ab am Oberlid hier irgendwie, also hier oben, ne, und da haben wir ja auch oft, dass sich dann hier oben was absetzt. Also kein Abstempeln, kein Verrutschen, kein sich auflösen. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit Longwear-Produkten gemacht. Und was auch zu empfehlen sind natürlich dann wasserfeste Produkte, also wasserfester Eyeliner und auch unbedingt eine wasserfeste Wimperntusche. Hier ist so ein Longwear Gel Eyeliner. Die Farbe ist klasse, das ist so Stahl Steel Ink heißt das. Das trägt man mit einem angefeuchteten Pinsel auf, sehr schön. Gut, das sind jetzt alles teure Produkte wieder, die ich jetzt vorgestellt habe, weil Bobbi Brown, klar. Aber mit so einem Topf reicht er wirklich lange. Ihr könnt euch auch öfter für 10 Euro immer diese Stifte kaufen, aber die verrutschen ja. Und ich habe, wie gesagt, Zuschauerinnen, die mir geschrieben haben, Mensch, kannst du nicht mal was dazu sagen? Uns verrutscht das Make-up und mir verrutscht der Eyeliner, ich sehe aus wie ein Panda. Also ich kann diese Longwear-Produkte nur wärmstens empfehlen. Also ein Primer, nicht nochmal, keine Augencreme. Das Lid primen, Longwear-Produkte auftragen, die also musig im Auftrag sind und dann antrocknen. Und dann auch, also wer jetzt einen Lidstrich sich gerne ziehen möchte, entweder ein pudriges Produkt, also mit einem Puder können wir das ja auch machen, oder so ein Longwear-Gel-Eyeliner. So, das sind jetzt so ein paar Tipps gewesen. Ich hoffe, dass ich euch damit irgendwie ein bisschen weiterhelfen konnte. Wie gesagt, ich habe das Problem nicht. Ich habe eher eine trockene Haut. Gut, manchmal in der T-Zone ist das auch so ein bisschen, wenn man eben nicht so gesund gegessen hat oder wenn man zu lange in der Sonne war. Aber doch ist mein Hautbild eher trocken. Aber ich habe mich dem gerne angenommen, der etwas fettigeren, öligeren Haut, weil es irgendwie einer ganz anderen Pflege bedarf und auch eine andere Schminkroutine. So, ihr Süßen, vergesst bitte nicht auf jeden Fall Feuchtigkeit. Also Feuchtigkeit ist auf jeden Fall auch bei einer Problemhaut, sage ich jetzt mal so, das A und O, damit unsere Haut schön elastisch bleibt. Aber wisst ihr was, Ladies, die Mädels, die jetzt unter dieser öligen, leicht fettenden Haut leiden, ihr habt einen Vorteil, ihr altert nicht so schnell. Ihr kriegt nicht so schnell Falten. Das ist doch mal was, ne? Ausgleichende Gerechtigkeit. Wir mit unserer trockenen Haut, wir haben da die ganzen Knitterfältchen, das habt ihr alles nicht. Also, hat alles sein Für und Wider. In diesem Sinne, seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.